Hey, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavier am Start am letzten Montag mit Olympus Rising. Ich habe sehr viel Positives von diesem Spiel gehört. Und holy shit, diese Musik ist so episch. Erinnert mich direkt an Troja. Meine Güte, Troja ist so alt, hä? Ich musste ihn damals von der Schule gucken. Ich war damals, ich glaube, ich war 12, 13, 14, ich weiß nicht mehr. 5., 6. Schuljahr. Und dann schaut euch den Film bitte an. Der ist zwar ab 18, aber egal. Ist der ab 18 oder ist der ab 16? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist da viel Blut. Aber egal. Was spielen denn heutzutage 9-jährige Kinder? Call of Duty. Aber egal. Nein, wir sind jetzt bei Olympus Rising. Gott, direkt wieder Verwirrung pur. Es sieht sehr, 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 habe ich schon sehr gesagt, sehr episch aus. Diese Stadt war einst der Sitz der Götter auf dem Olymp. Holy shit, ich möchte endlich spielen. Aber viele der Anhänger huldigten irgendwann mir und Zeus vor allen anderen. Was? Aber viele der Anhänger huldigten irgendwann mir und Zeus vor allen anderen. Aus der daraus resultierenden Eifersucht wurde schon bald ein blutiger Krieg. Oh my god. Tipp und halte ein Gebäude, um deine Akropolis zu säubern. Nein, ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gelesen. Das ist alles, was davon übrig geblieben ist. Wir haben keine Wahl, als uns gegen unsere ehemaligen Freunde zu stellen und diese Ruinen wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen. Es ist quasi so ein Aufbauspiel wie 10 Milliarden andere Spiele, aber es hat schon so ein anderes Setting. Es sieht schon irgendwie episch aus. Herkules, der legendäre Held, erwartet dich auf dem Schlachtfeld. Besiege mit ihm den Feind und erobere den Olymp zurück. Alright, werden wir natürlich machen. Die Macht der Göttin Athene übersteigt, ich weiß es auch nicht. Erlaube mir, an deiner Seite zu kämpfen. Ich werde unsere Feinde vernichten und den Olymp zurückerobern. Lass uns Geschichte schreiben. Machen wir. Ich bin an deiner Seite. Wir tippen. Okay, Sperrkämpfer herbeirufen. Okay, und dann kämpfen wir. Bam, bam. Und noch mehr Sperrkämpfer. Kann ich hier ganz viele? Oh, ich kann die ganze Zeit. Oh, okay. Okay. Interessantes Gameplay. Sowas hatte ich noch nie. Macht entfesseln. Holy shit. Sowas hatte ich noch nie. Also unten füllt sich ja diese blaue Anzeige. Und wenn die sich füllt, können wir immer mehr von diesen Söldnern herbeirufen. Brutaler Zyklop. Zerschlagen, zerschmettern. Und das letzte habe ich nicht gelesen. Kochen wahrscheinlich oder so. Zerschlagen, zerschmettern und kochen. Natürlich. Schwer, wir müssen Söldner herbeirufen. Der tötet nämlich ziemlich viele. Holy shit, killt den endlich. Er ist tot. Das heißt, wir haben ganz viele Söldner. Ich weiß nur nicht, wo mein eigenes Leben steht. Gibt es das überhaupt? Aber egal. Ist sehr, sehr, sehr interessant. Sowas hatte ich noch nie. Noch nie im Leben so ein Spiel. Wow, Macht entfesseln. Keine Ahnung, was das ist, wieso dann so Meteoriten von oben herkommen, aber egal. Ist schon crazy irgendwie, dieses Spiel. Da kommen unsere letzten Söldner angelaufen. Ah, es geht weiter. Oh. Ah, ne, doch nicht. Okay, Sieg. Yay. Puh, cool. Cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. 1 Minute 18. Ja, wir waren ein bisschen langsam, ich bin ein bisschen stehen geblieben, aber gut. Wir haben den Olymp erobert und schon bald wird... Das ging aber schnell, ja? Das ging aber schnell. Wir sollten eine... ich finde interessant, dass hier Zeus und Dingsbums, jetzt habe ich den anderen Namen vergessen, zusammenarbeiten, wenn ich das richtig sehe, aber egal. Markt. Oh, schöner Shop. Gefällt mir. Schön. Schön gemacht, ja? Gefällt mir richtig cool. Okay, fertigstellen. Vielen Dank. Gebäude betreten. Aber dann haben wir hier unser... Natürlich sind die Sachen ähnlich, wie in allen Aufbauspielen. Logisch, ja? Logisch. Aber, wenn es so viele Aufbauspiele gibt, ja, da muss man ein bisschen was anders machen, damit es, naja, sich durchsetzt. Und das sieht nach was anderem aus. Wir sollten die Stärke der Bogen haben wir schon. Ah, ne, testen. Okay, in den Krieg ziehen. Alright. Wow. Wow. Einer der Götter, der aus der Stadt geflohen ist, will einen falschen Olymp auf einer Insel in der Nähe errichten. Verjage ihn. Wow.
Wow. Nix. Alright. Schick. Holy cow. Okay. Einheit ausrüsten. Dann kann ich die noch mitnehmen. Oh, jetzt haben wir auch noch Bogenschützen. Schick, hä? Haben wir Setup und Ausrüsten. Unser Level, die Belohnung. Wow, mir gefällt dieses Spiel. Richtig. Lass deine Bogenschützen aus der Distanz angreifen. Ach, nee. Hätte ich nicht gedacht. Bogenschützen, Bogenschützen und Söldner. Okay, dann ab in den Kampf. Wow, wie schießen die denn? Holy. Seht ihr das? Die lassen so einen Pfeilregen dann platzen. What the hell? So, wir machen das Tor natürlich direkt kaputt. Ich hole nochmal Bogenschützen, damit die uns helfen. Die töten uns doch selbst, oder? Treffen die mich nicht selbst? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Macht entfesseln. Ich brauche ein paar Söldner. Ich bin hier vorne ganz alleine. Wogegen, was kämpfen denn meine Leute da hinten? Oh, das war so ein Endgegner. Okay, never mind. Ich bin weggelaufen und meine ganzen Truppen sind gestorben. I'm sorry. I'm sorry. Ich bin neu. Ich weiß das ja noch nicht. Macht entfesseln. Vierköpfige, nein, vierköpfige Hydra. Oh my God. Lieblingsgericht, Herkules, Kekse und Joghurt. Ich brauche mehr Söldner. Kämpf, kämpf gegen die Hydra. Los, kämpf, kämpf. Und dieser Turm. Cool, da steht sogar ein Bogenschütze oben drauf. Schick, schick. Bogenschützen. Oh, wir haben ihn besiegt. Oder sie. Oder es. Oder was auch immer. Kill. Ich sehe noch nicht so richtig, wo das Leben von den Gegnern steht. Ich glaube am Boden. Bei diesem Fußabdruck. Das ist auch unseres. Ich bin mir noch nicht sicher, aber das werden wir noch irgendwann rausfinden. Wie wir da einfach so durchlaufen, so Meteoriten und alle tot. Tor zerstören. Gedrückt. Gedrückt. So, oben rechts sehen wir die Hitpoints von dem Tor. Okay, er muss nur die Augen aufmachen. Nice. Schicke. Richtig schick. Level up. Alright. Plus 7 Schaden, Trefferpunkte, Befehlskraft. Wow. 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 Insel erobert. Die Animation ist so schick. Ich bin wirklich begeistert. Sichere dir die Kriegsbeute. Ressourcen einsammeln. Vergiss nicht immer. Ja. Klar. Als wenn Heaven irgendwas vergisst. Fuß, tust. Dein Weg zur Gottheit hat gerade erst begonnen, aber dir fehlt noch ein legendärer Name, vor dem mit dem Smiley dahinter. Voll legendär. Jeder wird davor erzittern. Wieso ist da ein Smiley? Wieso ist da dieser Smiley? Ich nenne mich einfach X7, ja. Bei Spielen, die mir wirklich gefallen, mache ich keinen beschissenen Namen. Ein glorreicher Name. Ja. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Zurück zum Olymp. Errichte einen Ambrosia-Tempel. Die Musik ist, glaube ich, das, was mich richtig, richtig fesselt. Die Musik ist episch. Episch. Okay, Markt. Gebäude. Ambrosia-Speicher. Fertigstellen. Ich kann mir übrigens nicht aussuchen, wohin ich das setze. Das können wir später, weil wir sehen ja hier unten diese Pfeile. Ja, aber momentan wird es hingesetzt, wo es stehen soll. Der Tempel wird her. Ja. Okay, schon wieder in den Krieg ziehen. Ich weiß ja nicht, ich bin nicht so gut im Krieg hier. Ich habe da eben ein bisschen Mist gemacht. Wenn wir Inseln erobern, die Ambrosia produzieren, können wir es für unseren Krieg verwenden. Wir kämpfen jetzt. Oh, nicht da. Nicht da hinten. Oh Gott, das sieht nach Level 7 aus. Okay, was muss ich machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hey, ich klicke. Schlau, schlau. Okay, dann ziehen wir unsere Person dahin. Ich fand die Bogenschützen ein bisschen verwirrend. Die kosten so viel und die Söldner waren eben be besser. So werde ich gerne angesprochen. Oh, mächtiger X7. Wieso sagt ihr nicht alle sowas zu mir, hä? All deine Kommentaren, oh mächtiger X7. Okay, wir müssen unsere Armee beschützen. Erlaube mir, die größte Bedrohung zu eliminieren. Ja, klar, mach das. Ich laufe mal allein. Okay, ich schicke mal zwei Bogenschützen nach hinten. Ja, und dann Macht entfesseln. Und dann kommen noch die. So, damit wir da so. Oh boy, das sieht aber gefährlich aus.
Okay, wir sind durch den Wall durch. So, zack, die dürfen nicht auf meine armen Bogis gehen. Meine armen Bogis, ich brauche mehr. Holy shit, das ist ja noch immer am Leben. Ich muss das kaputt machen. Mach das kaputt. Ich muss wirklich in die Nähe gehen. Holy shit, das schießt hier so Glibber. Wow. Ich baue mehr Söldner. Ich baue mehr Söldner vorne. Ach, das Teil lebt noch. Shit. Ich baue mehr Söldner vorne. Die Bogis, die laufen viel zu schnell. Bleibt doch mal stehen. Bleibt doch mal stehen, ihr Mistkerle. Wütender Minotaurus. Halb Mensch. Halb, weiß ich nicht. Halb Kaktus. 100% tasty Bacon. So. Die Gegner gefallen mir am besten, wenn da die Sprüche stehen, die ich mir dann irgendwie ausdenke. Yay, wir haben es aber besser geschafft als eben. Ich glaube, es kann im Laufe des Spiels ziemlich hart werden, weil ich irgendwie so doof bin. Und weil ich an den Gegnern vorbeispringe und denke, die sind tot, aber meine Truppen sterben bei denen. Die leben noch da hinten, oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich hole mal ein bisschen Verstärkung, mach das jetzt hier. Macht entfesseln und das Tor fällt. Gedreckt. Ich frage mich, was hinter dem Tor ist. Ich weiß auch nicht. Wir bleiben ja immer davor stehen. Yeah. Der so. Yeah. Ah, First Level 3. Okay. Tritt aller eine Allianz bei. Insel erobert. Yay. Yay. Ich vergesse es nicht. Wir haben die Ressourcen. Ausgezeichnet. Helden noch mehr Inseln erobern. Okay, können wir. Wieder einmal hast du der Welt unter Beweis gestellt, wie gut du bist. Ja, vielen Dank, ich bin episch. Vielen Dank. Wie viele Gems gibt ihr mir? Holy shit. Vielen Dank für die ganzen... Wow, wir haben jetzt 200. Schick. So, Menü. Aktuelle Aufgaben abrufen. Okay, hier findest du Aufgaben, die dich zu einem wahren Gott... Ey, ich bin ein wahrer Gott. Wie kannst du es wagen? Erfülle sie und werde mit Mühen belohnt. Ah, ich habe Mühlen zuerst gelesen. God. Errichte den Schrein der Macht. Wird gemacht. Okay. Macht freischalten. Asklepios. Errichte den Goldtempel. Erobere zwei Goldinseln. Okay. Markt aufrufen. Abrufen. Gebäude. Wow, das ist so schick, hä? Huh? Das ist so schick, dieses Spiel. Das ist so nice. Ich weiß nicht, ob viele das Spiel spielen. Aber es sieht schick aus. Soll ich Skiller oder ich soll das hier aber verbessern, ne? Ich habe nicht genug Gold. Shit. Shit, wo ist denn die Belohnung? Gibt's hier oben Belohnung? Bitte gib mir Gold. Nur Gems. Okay. Aber schick mit den Aufgaben. Ich soll einen Goldtempel. Nein. Goldtempel bauen. Verbesserung. Ich habe hier. Ja, les nicht. Werte. Vorschlag. Goldtempel kostet 5000. What? Woher soll ich das Gold nehmen? Hilfe. Hier brennt zwar noch alles, aber gut. Woher soll ich 5 Gold nehmen? 5000 Gold nehmen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. So, die sind fertig. Wir müssen mal gucken. Vielleicht können wir noch irgendwas gratis bauen. Nein. Aber was gibt's denn alles hier hinten? Schrein der Macht haben wir schon gebaut. Bibliothek der Weisheit. Theater. Tempel der Heldenallianz. Schick. Verteidigung haben wir noch gar nichts gebaut. Barrikade. Poseidon-Turm. Apollon-Turm. Hydra-Turm. Nice. Gegenstand-Shop. Okay, da können wir Truhen öffnen. Wow. Kostenlos. Das nehme ich. Ja. So. Dann kann ich die gleich da oben öffnen. Hier. Mal sehen, was da jetzt drin ist. Heldengegenstand. Episch. Nice. Aufnehmen. Oh, weiter. Episch. Aufnehmen. Gesegnet, okay, aufnehmen. Schick, kann ich die auch aufmachen? Nein, die kosten jetzt. Schade. Wow, Truhen Openings, huh? Finde ich richtig gut. Finde ich sehr schön. So, wo waren wir? Dekoration haben wir uns noch nicht angesehen. Wow, heiliger, wow. Wow, schick.
Helden. Okay, hier können wir dann verschiedene Helden bekommen, wenn wir den Tempel der Dingsbums bekommen. Welche Heldin gefällt mir am besten? Jason? Helena von Troja. Wenn ich von Troja rede. Wow, ich will Helena. Ich will Helena. Helena ist sehr hübsch, ja? Helena. Also nicht hier, aber in echt. So, okay. Wow. Wow. Ich muss einen Goldtempel bauen. Ich habe kein Gold. Das ist das Problem, ha? Huh? Das ist das Problem. Aber wow. Wir wollen uns das hier genau angucken. Also, hier oben stehen dann die ganzen Sachen. Wir müssten zwei Goldinseln erobern. So, sollen wir eine Goldinsel erobern? Ich würde sagen, wir erobern eine Goldinsel, ja? Sollen wir Kronos oder sagen wir Karkinos? Ich glaube, wir gehen zu Kronos, ja? Ich muss mir den nehmen und dann gehe ich nach da. Let's go! Ausrüsten! So, jetzt kann ich dem Sachen... Aber boah, dieses Spiel! So, toll! So, toll! Die hier ist natürlich besser. Ausrüsten. So, zack. Und dann kann ich hier noch irgendwas anlegen. Der hier ist natürlich besser. Ausrüsten. Ja. Und dann kann ich das hier ausrüsten. Oh, das hat der schon ausgerüstet. Hier kann ich noch irgendwas ausrüsten. Das kann ich ausrüsten. Ausrüsten. Yay, was ist hier mit? Das hat er schon ausgerüstet. Und hier, das haben wir auch ausgerüstet. Okay, gut. Mehr haben wir noch nicht. Ist aber schick. Ist toll. Ja, das gefällt mir. Okay, okay. Raus. Angriff. Das kostet jetzt Ambrosia und dann ist das unser letzter Kampf. Und dann gucken wir uns nochmal so also das Menü an und unsere Stadt und so ein Kram. So, erstmal ein paar Söldner. Und ich würde sagen, wir laufen erstmal. Oh, wir haben nur 2 Minuten Zeit. Holy shit, jetzt muss ich mich aber sputen. So, und jetzt kommen 2 Bogis hinterher. Einmal Macht entfesseln und nochmal Söldner, ja? Aber ich muss auf die Anzahl gucken. Unten stehen dann wirklich Hitpoints. Und so lange muss man dann wirklich auch an diesem Gebäude stehen. Noch ein paar Bogis und noch ein paar Söldner. Und die Macht entfessle ich erst gleich dahinter. Genau jetzt. Damit wir hier den schnell kaputt machen, weil der ist mir ein bisschen zu gefährlich. Nochmal Bogis und nochmal ein paar Söldner. Sehr gut, Leute. Ihr strengt euch schön an. Ich bin stolz auf euch. Seht ihr meine ganzen Söldner? Diesmal überleben mehr Leute. So, nochmal Bogis und nochmal Söldner. Die kommen gar nicht mehr an. Seht ihr da oben? Diese blauen Punkte, das sind meine ganzen Truppen. Die warten da hinten. Ein Söldner ist ganz mutig und stellt sich vorne an die Spitze. Hat ein bisschen auf den Deckel bekommen. Aber gut, haven't wrecked this place. Get wrecked. Bam. Los, schießt, 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 schießt. Yeah. Nice, dieses Spiel. Richtig cool. Richtig gut. Sieg. Wie die alle die Speere so hochhalten. Get wrecked. So. Level 3. Yeah. Wir haben 2 Stiere bekommen. Oh. Holy shit. Hier sperrst du Truhen mit den Schlüsseln auf. Wow. Wow, Kammer des Hephaistos. Oh mein Gott, mir gefällt dieses Spiel immer mehr. Die. Was bekommen wir? Gold. Ah, nur 62. Die. Ah. Okay, gut. Ich glaube, der ist besser als meiner, ha? Ja, ich glaube schon. Okay, nice. Was sagt ihr? Welche soll ich nehmen? Vorne oder hinten? Hinten? Okay, ich mach vorne. Yeah, Gems! Einen! Shit! Okay, verlassen. Wow! Wow! Holy shit, so nice. Bei den anderen wäre nur Gold gewesen. 1000? Are you fucking kidding me? Und ich öffne 62 Gold? Ah! Dieses Spiel! I hate it! Nein, ich find's mega. So, Ressourcen einsammeln. Okay, Verteidigungsflotte. Wow. Wow. Okay, wir müssen Gold erst besitzen. Okay, Belohnung erhalten. Schick, schick. Das sind dann unsere Quests hier. Holy cow. Ich mag es sehr. Dieses Spiel ist fucking amazing. Wow, okay. Wir wollen hier mal gucken. Okay. Hier haben wir Warte auf Arbeit. Hier sind unsere Arbeiter. Und dann können wir... irgendwas machen, Arbeiter anheuern kostet 500 Gems. Vorschlag, das sollen wir bauen, wir haben aber noch immer nicht genug Gold, das ist das Problem.
So, was ist das hier? Olymp, unsere Ressourcen. Dann haben wir hier Herkules als Typ und dann sehen wir, was wir so bekommen. Okay, alles einsammeln. Kann ich irgendwas einsammeln? Ich habe irgendwas bekommen, aber leider nicht genug Gold. So, dann haben wir hier unseren Shop, den haben wir uns ja schon angesehen. Info ist dann die Statue, die ich hier angeklickt habe, aus Versehen. Rechts haben wir hier unsere aktuellen Anhänger, dann unsere Stiere, dann haben wir hier Spieler, okay, und dann haben wir hier unten Arbeiter und dann haben wir hier Ruhmeshalle, Aufgaben, Allianz, Ruhmeshalle, Optionen. Holy, was ist das hier? Check-in, okay. Täglicher Juwelenduell, jeden Tag eine Truhe mit mindestens 50 Juwelen. Wow, kann ich die haben? Wie kann ich die denn haben? Edelsteine erhalten. Oh. Oh, okay, ich habe schon gelernt. Okay, das sah so verlockend gratis aus. Hol dir eine Gratistruhe. Schade. Tägliche. Okay, dann können wir hier oben wenigstens noch eine öffnen. Eine epische Truhe. Chest Opening. Drückt mir die Daumen. 5 Juwelen. 5000. Yeah! Baby! 8 Juwelen. Und 1000 Gold. Okay, das hat sich gelohnt. Das ist gut. Okay, jetzt können wir unseren Shop bauen. Den Goldtempel. Verbessern. So. Neues Level. Barrikade Tor Apollons Artemis Turm. Ausgezeichnet. Wow. Wow. Hier siehst du, wie viele Anhänger. Okay. Wow, ich wollte das Gold einsammeln. Nice. Und dann haben wir hier natürlich jetzt neue Quests bekommen. Wow. Seid ihr auch so begeistert oder bin ich der Einzige hier? Wir können neue Sachen hier kaufen, ne? Ah, das kostet... Ah, 10.000. Wir haben 10.000. Tor Apollons. Das will ich bauen. Ja. Was macht das? Jetzt, da wir ein starkes Tor errichtet haben, können wir unsere Insel verteidigen. Oh, okay. Okay, dann kann ich hier jetzt... was muss ich hier machen? What the fuck? Was ist das? Türme sind zur Verteidigung da. Ah! Okay, dann kann man so einen Weg bauen. Okay, und dann können wir hier so einen Turm hinsetzen. Nice, die Türme, die wir eben kaputt gemacht haben. Interessant, und dann können wir hier die Barrikade hinsetzen, die wir eben dann da kaputt gemacht haben. Wow. Lustig. Also sowas hatten wir ja noch nie. Okay. Das ist schick, hä? Das ist richtig... Wow. 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 Können wir noch irgendwas kaufen? Gebäude? Weiter nicht. Verteidigung? Noch mehr Türme kann ich kaufen. Fertigstellen. Wie kann ich den jetzt platzieren? Turm? Turm. Ich will dich nicht da haben. Mein Turm kommt nach hier. So irgendwie. Ja, ich setze den jetzt einfach mal dahin. Ich weiß, es war vielleicht doof, aber egal. Ich bin doof im Bauen. Vielleicht kann ich den Turm ja auch nach hier setzen. Oder nach hier. Ja. Und dann müssen die so laufen. Der Weg ist zu lang. Der Weg ist nicht verbunden. Fuck you. I'm sorry. Okay, ich denke, mit Level 1 kann man noch nicht so viel mit Verteidigung machen. Aber gut. Er will aber, dass ich hier noch was baue. Ich kann noch einen dritten Turm bauen. Ich setze den jetzt nach da. Ja, gut. Dann steht ein Turm direkt vor unserem Tor. Und dann kann ich noch Barrikaden. Kostenlos. Eine Barrikade. Frag mich, wo ich dir hingestellt habe. Einfach davor. Okay, never mind. Egal. Hol dir deine Belohnung. Mach ich. Ich bin Level 3 schon. Wow. Kann ich noch mehr kaufen? Gibt's hier was Neues?
3600 und 3000, und 5000, aber so viel habe ich nicht. Okay. Ich denke, wir haben genug Eindruck von diesem Spiel gesammelt. So sieht's aus. Und dann können wir hier noch weitere Gebiete erkunden mit diesen Stieren oder mit dieser Kuh oder was auch immer. Ja, ich find's mega. So. Lasst mich wissen, was ihr von diesem Spiel haltet. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Bin sehr gespannt, was ihr sagt. Und na, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Let's Test Montag Video wiedersehen. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.